guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Vielen Dank in Ihrem Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir mit seiner Hilfe heute den erbitterten Streit zwischen CDU und CSU ein wenig ergründen wollen. Wenn bisher nämlich galt, Rache ist Blutwurst, dann muss man ab sofort sagen, Rache ist Weißwurst. Vordergründig geht es um Merkels Flüchtlingspolitik. Doch in Wahrheit geht es tiefer. Die CSU wirft der CDU eine Art politische Geschlechtsumwandlung vor. Und umgekehrt halten viele in der CDU die CSU mittlerweile für eine Art AfD in Lederhosen, so haben es die Kollegen vom Spiegel beschrieben. Und wo wir gerade bei Vergleichen sind, als er als neuer General ins Amt kam, nannte man ihn den Brad Pitt der CSU. Und die große Frage ist, wie kommt er eigentlich mit dem John Wayne aus Ingolstadt zurecht, mit Horst Seehofer? Herzlich willkommen, Andreas Scheuer. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, dann einer bei uns, der... Einer bei uns, der über die Partei von Andreas Scheuer mal den schönen Satz gesagt hat, Selbstüberschätzung gehört zur DNA der CSU und Minderwertigkeitskomplexe auch. Er ist einer der besten Politikerklärer dieses Landes, war Wahlkampfmanager von Edmund Stoiber. Und wenn Gerd Schröder bei der Oderflut nicht so schnell die grünen Gummistiefel aus dem Keller geholt hätte, dann wäre Stoiber vermutlich mit seiner Hilfe Kanzler geworden. Jetzt sagt er, der jetzige Versuch der CSU einen eigenen Wahlkampf zu machen, ist im Grunde nur der Versuch, sich selbst ins Knie zu schießen. Herzlich willkommen, Michael Spreng. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nicht schön. Ja, wenn es einen gibt, wenn es einen gibt, der genauer versteht, was im Süden der Republik wirklich vor sich geht, dann ist es er, genauer gesagt in München. Vor allem an der Münchner Schickeria arbeitet er sich sehr erfolgreich ab, über die er mal den schönen Satz gesagt hat, es ist in München vollkommen wurscht, in welchen Szeneclub du gehst. Hauptsache, der Porsche steht im Halteverbot. Dazu muss man wissen, dass er enormes Hintergrundwissen mitbringt. Denn es hätte nicht viel gefehlt und er wäre selbst einer dieser Typen aus dem Halteverbot geworden. Denn er war mal Investmentbanker. Herzlich willkommen, Markus Stoll. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und noch so eine Karriere. Noch so eine Karriere, die über Umwege funktioniert hat. Während Markus Stoll allerdings nur von Regensburg nach München musste, um seine Bestimmung zu finden, ging es bei ihr von Baden-Baden über Berlin direkt in eine Bar in Uganda. Man kann die Geschichte lang erzählen oder ganz kurz. Dann geht sie so. Junge Frau aus Deutschland singt zum Spaß ein kleines Lied in der Landessprache Luganda in einer ugandischen Bar, die den schönen Namen Bar Mischmasch trägt. Wenig später steht sie auf einer Bühne und 50.000 jubeln ihr zu. Was ist da passiert? Herzlich willkommen, Dina. Freue mich sehr. Danke. Schön, dass Sie da sind. Tolle Geschichte. Ja, und weil der Beginn... Und weil der Beginn der Fußball-Europameisterschaft unmittelbar bevorsteht, wollen wir einen, der es wissen muss, fragen, wie wird man denn nun Europameister und warum denn schon wieder wir? Was die wenigsten wissen, er ist der Mann, der die deutsche Mannschaft 1990 zum Weltmeistertitel in Italien geführt hat. Denn Franz Beckenbauer war zwar der offizielle Teamchef, er aber war der Mann fürs Operative, er war der Trainer. Den kleinen Kaiser hat ihn die Presse deshalb genannt. Für uns ist er der großartige Holger Osek. Herzlich willkommen bei uns. Freue mich sehr. Also, es gibt viel zu besprechen. Herr Scheuer, lassen Sie uns direkt. Sie gucken schon so gequält, Herr Scheuer, weil Sie wissen, was überhaupt kommt. Ne? Nicht. Nein. Überhaupt nicht. Gerade hat Joachim Gauck angekündigt, er wird nicht für eine zweite Amtszeit antreten. Wann werfen Sie den Hut für Horst Seehofer in den Ring? Zum Ersten muss man mal sagen, dass wir Bundespräsident Gauck sehr dankbar sind für die letzten Jahre. Wir hätten uns gewünscht, dass CSU, dass er weitermacht. Ja. Er hat den Begriff vor allem Freiheit sehr stark ausdefiniert und ist ein hoch angesehener Bundespräsident. Danke dafür. Und mit diesem Respekt, sage ich mal, werden wir jetzt auch keine Personaldiskussion vom Zaun brechen.
sondern es sind ja noch zwei Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen werden sich da vielleicht auch die Konstellationen der Wahlmänner und Wahlfrauen verändern. Deswegen haben wir gesagt in der Großen Koalition, Oktober ist der richtige Zeitpunkt, das Personal für die Zukunft zu diskutieren. Zu bestimmen. Das ist aber kein klares Dementi, Herr Spreng, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, dass die Lebensplanung von Horst Seehofer anders aussieht. Ich nehme an, Herr Scheuer stimmt mir dazu. Ich gehe auch davon aus, dass die CSU nicht glaubt, einen eigenen Kandidaten präsentieren zu können. Sie hätte ja mal die Chance mit Edmund Stoiber gehabt, der damals allerdings das Angebot von Frau Merkel ausgeschlagen hat. Soweit ich das sehe, hat die CSU im Augenblick nur zwei Leitlinien für diese Präsidentendebatte. Erstens, es darf kein Grüner sein. Und zweitens, darf keiner sein, der für Schwarz-Grün steht. Und dann kann man mit der CSU reden. Stimmt das? Der Spreng macht jetzt die Analyse, aber wir haben gesagt, dass wir das erst im Oktober diskutieren. Und da gibt es auch wirklich keine Überlegungen. Ja. Es wäre jetzt, nicht redlich zu sagen, wir machen jetzt da Namenslisten oder Ähnliches. Das entspricht auch der Wichtigkeit des Amtes nicht. Nein, die Frage kam nicht aus dem Nichts. Ne? Horst Seehofer hat ja eine gewisse Erfahrung. Ich wusste das nicht, aber in der Vorbereitung habe ich das noch mal nachlesen können. Horst Seehofer war ja schon mal kommissarisch Bundespräsident, sehe ich das richtig? Ja. Und zwar in der Wulff-Affäre. Ja, in der, bayerischer Ministerpräsident, als er Vorsitzender im Bundesrat war. Und da war er hat das protokollarisch natürlich machen müssen. Super, und ich finde, er hat das super gemacht. Ich glaub, also, wenn Sie das so sehen, kann ich ja nicht widersprechen. Ich glaube, schon mal der Bremer Bürgermeister protokollarisch Bundespräsident. Also da kann man wie die Jungfrau zum Kind kommen. Also. Ja, aber man muss es halt gut machen und er hat es gut gemacht. Unbestritten. Ja, die große Frage ist natürlich, Bellevue, wenn man dann als Bundespräsident, also wenn Horst Seehofer tatsächlich ins Bellevue einziehen würde, wäre er auch sehr nah dran am Kanzleramt. Die Frage ist, will man das im Moment? Da wissen Sie, die CSU ist, was die Gebäude und die Orte betrifft, relativ flexibel. Entspannt, aber nicht bei denen, die da drin wohnen, oder? Wir haben unseren Plan und das ist schon gut so. Das heißt, Horst Seehofer wäre es im Zweifel als Bundespräsident egal, wer unter ihm Kanzler ist? Ja, aber jetzt ganz im Ernst, das Bundespräsidentenamt soll ja nicht ein Frötzeln in der jetzigen Situation sein. Sondern das ist, wenn wir die Herausforderungen in unserem Land sehen, dann hat der Bundespräsident, gerade wenn es in die Zukunft geht, jetzt viele Aufgaben, was die gesellschaftliche Debatte betrifft und Integration und vieles mehr. Und das hat Joachim Gauck sehr gut gemacht. Und deswegen können wir nicht leichtfertig und oberflächlich jetzt da Personalspekulationen, so wie es jetzt in der SPD schon ins Feld geführt wird, beginnen. Es ist in der Großen Koalition auch mit dem SPD-Parteivorsitzenden vereinbart, dass wir im Oktober darüber diskutieren. Ich habe gedacht, vielleicht können wir doch ein bisschen was aus ihm rausholen. Aber ich verstehe das. Sie haben ja auch im Moment ganz andere Sorgen. Ne? Wie würden Sie das beschreiben, was da gerade zwischen Angela Merkel... Was für Sorgen Sie? Haben Sie keine Sorgen im Moment? Nein, überhaupt nicht. Sie schlafen gut? Sehr. Wie schläft Zu Horst wenig. Seehofer, Ihr Chef? Nach meiner gesicherten Erkenntnis auch sehr gut. Sehr gut. Wie schläft Angela Merkel im Moment, Herr Spreng? Ich glaube auch sehr gut. Okay, also alle schlafen friedlich vor sich hin. Ja, ist ja. Es sind ja in dem Fall ist es ja nicht so, dass da zwei Züge ungebremst aufeinander zurasen, sondern der eine ICE Angela Merkel steht ruhig im Bahnhof und der ICE Horst Seehofer rast auf den Bahnhof zu. Also so kann man die Lage beschreiben. Aber auch kein Grund, ruhig zu schlafen, ne? Nein, aber Angela Merkel hat das sichere Gefühl, dass er rechtzeitig doch noch abstoppt. So, wenn man da mal reingeht wirklich in diese Auseinandersetzung, und das ist auch der Grund, warum Sie auch heute hier sind, als jemand, der wirklich das sehr lange, seit vielen Jahrzehnten und auch aus dem Inneren heraus beobachten kann, Herr Spreng, hat es sowas schon mal gegeben? Außer eine solche Auseinandersetzung, einen so tiefgehenden Konflikt zwischen zwei Schwesterparteien, muss man sagen. Nein, ich glaube, es war selbst in der wilden Zeit zwischen Strauß und Kohl, die ich ja miterlebt habe, ich kannte ja beide auch sehr gut, war es nicht so fundamental wie jetzt. Ja, damals bewegte sich das mehr auf der persönlichen Ebene. Man weiß ja, dass Strauß Kohl für charakterlich und fachlich völlig ungeeignet hielt und sich selbst für den Besseren. Das ist im Augenblick nicht die Konfliktlage, sondern diesmal ist es eine Auseinandersetzung, die sich an der Flüchtlingspolitik entzündet hat. Aber die, glaube ich, ist zumindest meine Meinung, durch die überzogene Kritik der CSU an Frau Merkel inzwischen drei Effekte zeigt. Ja, der eine Effekt ist, dass die CSU ein massives Glaubwürdigkeitsproblem hat. Denn wenn ich sage, Frau Merkel ist verantwortlich für eine Herrschaft des Unrechts, ja, wenn ich sage, sie will eine andere Republik, sie will die Achse der Republik nach links verschieben, dann passt das nicht dazu,
gleichzeitig derselben Regierung anzugehören. Ja, dieser Gegensatz konnte von der CSU nicht aufgelöst werden und führt zu einem Glaubwürdigkeitsproblem. Daraus resultiert, wie wir heute erlebt haben, die neue Umfrage, CSU in Bayern bei 40%. Das ist aber jetzt nicht Ihr Ernst, die Unseriosität von Herrn Güllner und Vorsatz zu zitieren. Also ich weiß, dass er bei sehr vielen Bundestagswahlen richtig Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit lassen wir jetzt mal. Darf ich das gerade zu Ende führen? Glaubwürdigkeit an dieser Stelle als Oberbegriff, da müssen wir noch mal drauf kommen. Ich würde dennoch gerne meinen Satz zu Ende führen. Dann machen Sie. Ja. Das ist interessant. Also Sie zitieren eine Umfrage von Vorsa in dem Fall. Ja, wo die CSU in Bayern nur noch bei 40%. Bei 40% ist minus 7,7%. Um 3% hoch oder runter, das könnten auch 43 sein. Ich halte diese Umfrage nicht für frei erfunden, das ist nicht die Art von Herrn Güllner. Chef von Vorsa. Ja, er hat häufig bei Bundestagswahlen richtig gelegen. Ich kann es nicht beurteilen, wie zutreffend die Umfrage ist. Aber sie belegt zumindest eins, dass die CSU auch mit dieser Kritik an Frau Merkel selbst ein Problem hat. Ja? Sie hat das Glaubwürdigkeitsproblem, sie hat das Problem, dass sie selbst bei den Wählern abrutscht. Und sie hat ein drittes Problem geschaffen, das ich für sehr dramatisch halte. Sie hat quasi die AfD zu einer ungewollten Schwesterpartei gemacht. Ja? Denn die AfD wäre außerhalb Bayerns. Zu einer Schwesterpartei der CSU. Einer ungewollten Schwesterpartei der CSU. Also jetzt, darf ich das auch zu Ende? Ich bin gespannt auf Ihre mallorquinische Analyse, Herr Spreng. Ja? Aber nicht die deutsche. Das ist so ein bisschen billig jetzt. Aber auf jeden Fall, weil wer der Kritik der CSU folgen will, ja, wie sie an Frau Merkel äußert, und zwar diese fundamentale, ich sage nur noch mal Herrschaft des Unrechts, ja, härter geht's ja nicht, und Verfassungsbruch, denn sie wollten ja eine Verfassungsklage einreichen. Wer diese Kritik an Frau Merkel übt, das führt dazu, dass außerhalb von Bayern, wenn man dieser Kritik und dieser Meinung folgt, keine andere Wahl hat, als AfD zu wählen, denn die CDU kann ich ja dann nicht wählen. Und das meine ich, dass sie die ungewollte, ich sage nicht, dass es ihre Absicht war, die ungewollte Schwesterpartei ist die AfD der CSU geworden. Und diese drei Punkte, Unglaubwürdigkeit, selbst dabei abzurutschen und dieser Effekt mit der AfD, halte ich also wirklich für 10-mal schwerwiegender oder 100-mal schwerwiegender als die Auseinandersetzung zwischen Strauß und Kohl. Also, Herr Scheuer, das ist harter Tobak. Fass für Sie noch mal ganz kurz zusammen. Also zunächst mal Glaubwürdigkeitsproblem. Ja, jetzt machen wir mal Situationsanalyse. Partei der AfD. Jetzt machen wir mal Situationsanalyse. Und die Umfrage zweifeln Sie an. Seit 2013, seit Landtag- und Bundestagswahl, liegt die CSU in Bayern immer zwischen 46% und 49% bei allen seriösen Umfrageinstituten. Nicht bei Güllner, der macht Politik, der macht Stimmung. Der will die Auflage vom Stern erhöhen, aber er ist nicht realistisch, ist auch ein harter Vorsatz, sondern auch fahrlässig, wenn man solche Umfragen in die Welt setzt. Sie werden schon in den nächsten Tagen sehen, zeitgleich wurde nämlich eine andere Umfrage in Auftrag von Sat.1 gemacht. Da liegt die CSU stabil bei 48. Sie werden sie in den nächsten Tagen sehen. Herr Scheuer, ich habe eine kurze Nachfrage. Weil das tatsächlich. Ja, der Spreng konnte ja auch so lange ausführen. Nein, nein, Sie dürfen gleich wieder. Aber die Zuschauer draußen müssen verstehen, worüber wir reden. Und das ist ein Vorwurf, den ich so noch nie gehört habe. Glauben Sie, dass es da draußen ein Meinungsforschungsinstitut gibt, namens Forsa, das sozusagen im Auftrag des Stern, Magazin hier aus Hamburg, Stimmung gegen die CSU macht. Das ist das, was Sie übersetzt sagen. Richtig. Und das, was Sat.1 an Umfrage macht, glauben Sie? Ja, wir haben ja nicht nur die Sat.1-Umfragen, das habe ich jetzt ja nur beispielhaft gesagt, weil derselbe Abfragezeitraum war, ja, mit einer höheren Beteiligung oder höheren Umfragequote. Das heißt, auch das wurde bestätigt von den letzten Monaten, 47%, 48% für die CSU in Bayern in allen Kernfragen. Begrenzung des Zustroms, Leitkultur, das Thema, dass wir müssen die Grundsätze diskutieren, Sie haben das alles jenseits des 70%, 80% aber Zustimmung der Bevölkerung. Aber noch und die mal, AfD, die Leute, und die AfD sinkt. Vorwurf treten, ne? Die AfD sinkt von 9% auf 8% und wir reden zu viel. Ich war in Mathematik immer so schlecht, Herr Scheuer. Ich habe da nie so richtig aufgepasst. Ich kann bei Zahlen schlecht folgen. Aber die Frage ist trotzdem, und das ist eine Kernfrage. Sie glauben nochmal, dass es ein Institut gibt, Forsa, die machen Stimmung im Auftrag des Stern gegen die CSU. Zum zweiten Mal ja. Und das zum wiederholten Male. Also das ist ja nicht eine Umfrage, sondern ist auch die Lügenpresse entdeckt. Sondern das geht ja schon einen längeren Zeitraum, die Auseinandersetzung
kennt der Herr Güllner auch. Also das nehmen wir ja gar nicht mehr ernst, was der verbreitet an dieser Stelle. Aber weil Sie an Herrn Spreng so gemütlich ausreden haben lassen, lassen Sie mir noch auch einen Gedanken mal zu Ende führen. Seit wann wissen Sie, dass das Forsa gegen Sie Stimmung macht? Also seit einem längeren Zeitraum, habe ich gesagt, von mehreren Jahren der Umfrage zeigt sich ganz klar, Herr Güllner will Stimmung und Politik machen und handelt im Auftrag eines Kampagnenjournalismus, der halt einfach andere Zwecke erfüllt. Ja. Natürlich wird darüber diskutiert. Sie haben hier, Herr Lanz, jetzt einer Umfrage Raum gegeben, wo ich versucht habe, 3, 4 andere Umfragen von anderen Instituten zu erwähnen, die andere Zahlen präsentieren. Und Herr Scheuer, auch die Zufriedenheitswerte. Herr Scheuer, das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist wirklich ein anderer. Sie fühlen sich jetzt völlig zu Unrecht angegriffen. Überhaupt nicht. Doch, Sie haben das Gefühl, ich will Ihnen da was mit dieser Frage und mit dieser Nachhakerei. Das will ich gar nicht, sondern es geht eigentlich um was ganz Fundamentales. Wenn da einer von einer Partei wie der CSU, Sie sind Teil der Regierungskoalition, wenn da jemand sitzt und sagt, Herr Spreng, da gibt es da draußen ein Institut, von dem wir glauben, das ist unabhängig. Und ich als Wähler habe doch gar keine andere Wahl, als diesen Zahlen im Zweifel zu vertrauen. Und er sagt, ich weiß es besser, da wird Stimmung gemacht, und zwar im Auftrag von Medien, von wem auch immer. Dann muss ich sagen, ist das für mich als Wähler eine Katastrophe. Ja gut, ich bin ja nicht Pressesprecher von Forsa. Aber ich muss eins, meine Erfahrung sagt mir, ja, und das ist unabhängig von der CSU, ist bei allen Parteien so. Immer wenn Umfragen schlecht sind und taktisch nicht ins Kalkül passen oder in eine laufende Kampagne, dann stimmen sie nicht. Ja, und wenn sie ins eigene Bild passen, dann stimmen sie. Also man sollte die Meinung von Parteien zu Umfragen nicht überbewerten. Aber fassen wir einfach mal zusammen. Ich will mir ja nicht in Umfragen ergötzen und die Analyse. Wir haben viel, viel mehr politische Probleme und angespannte gesellschaftliche Situation, Herausforderungen, die wir als Politiker lösen müssen. Aber nur als Schlusssatz zu dem, wenn ich halt mehrere Umfrageinstitute stabil bei anderen Werten habe, zwischen 46 und 48, das ist interessant. Dann fällt einfach immer auf, dass dieses Institut, Forsa, die CSU, immer um mehrere Prozentpunkte und mega Ausreißer nach unten, nicht nach oben, komischerweise, damit man auch eine Diskussion auslöst. Man sieht es ja jetzt bei Ihnen, jetzt wird über eine Umfrage diskutiert, wo wir eigentlich ist neben ja Bundespräsident, unwichtig. Ja, ist richtig, ist nicht unwichtig, aber neben Bundespräsident viel, viel größere Herausforderungen haben, nämlich, dass wir Antworten auf die Zukunft geben, um das Protestpotenzial, die Protestprogramme zurückzudrängen, um wieder auf Zukunft zu schalten. Mit Meinungsumfragen, mit Stimmungsbildern, die man da wiedergibt, kann man wunderbar Politik machen. Erlebt man auch gerade wieder in Österreich, wenn man dann zum Beispiel anfängt, auch Wahlergebnisse so suffisant und subtil in Frage zu stellen, da bist du ja ganz schnell. Deswegen reagiere ich da so alarmiert. Das ist der Vorwurf der Lügenpresse, der da mitschwingt. Und das ist etwas, was für die Demokratie und auch für dieses Land gerade in den letzten Jahren eine Katastrophe war. Aber lassen Sie mir noch zu einem Punkt sagen, was der Spreng zu dem Verhältnis CDU-CSU gesagt hat. Erstens glaube ich, dass festzustellen ist, dass das eine, was veröffentlicht ist und wo viele darüber diskutieren, die eine Realität ist, aber die professionelle Zusammenarbeit in den Themen, ich kriege es ja auch ständig mit in kleineren Gesprächsrunden, dass ein sehr intensiver Kontakt zwischen CDU und CSU da ist. Wir haben verschiedene Auffassungen, wenn es um die Grundfragen der letzten Monate gegangen ist. Aber ich glaube, wir befinden uns jetzt auf einem Weg, wenn wir die Herausforderungen und die Megatrends jetzt auf der Klausurtagung am 24. und am 25. Juni diskutieren, dass wir gemeinsam wieder Tritt fassen. Aber trotzdem, wenn ich nur eins sehe, bei den Themennennungen ist das Thema Zuwanderung, Asyl, Flüchtlinge noch immer, November bis Januar war es bei 88 Nennungspunkten und jetzt ist es bei 69. Und an zweiter Stelle ist Rente, an dritter Stelle Arbeitslosigkeit mittlerweile unter 10. Das heißt, es ist schon skurril. Wir haben eine positive wirtschaftliche Situation und rekordniedrige Arbeitslosigkeit in Deutschland. Sie reden jetzt von Bayern oder von Deutschland? Na, von Deutschland. Von Deutschland, ja. Wir haben wirklich auch gute Arbeit gemacht. Das ist Ihr Job, Herr Scheuer. Und auf der anderen Seite gibt es eine Vertrauensschwäche an dieser Stelle, wo durch Verärgerung eine Protestbewegung auch Erfolg gehabt hat. Das ist ja Ihr Job als Generalsekretär, und Politik zu verkaufen. Müssen wir ankämpfen. Genau, aber lass uns bitte weg aus diesen parteipolitischen Analysen, weil da kann ehrlich gesagt kaum noch einer folgen. Die Frage ist schlicht Sie und ergreifend. Sie wollten analysieren. Ich wollte wissen, was bei Ihnen da eigentlich los ist.
los ist, also wie es zu diesem tiefen Zerwürfnis kommen konnte zwischen Angela Merkel, die Bundeskanzlerin ist, und ihrem Parteivorsitzenden Horst Seehofer, der auch Mitglied letzten Endes dieser Bundesregierung ist und der gleichzeitig die härteste Opposition im Lande spielt oder ist, wie auch immer. Wir sind in einer Grundfrage, die ausgelöst wurde im Herbst 2015, oft zitiert, einfach anderer Meinung, weil wir kein einziges Grußwort und keine einzige Rede umschreiben müssen. Wir sind immer auf diesem klaren Kurs geblieben. Und der Dreiklang besteht aus Humanität für die wirklich Schutzbedürftigen, die zu uns kommen. Das hat Bayern bewiesen mit Hunderttausenden, die wir aufgenommen haben, verteilt haben, Gesundheitscheck und vieles mehr mit hohem ehrenamtlichen Engagement. Ja, das Zweite ist, was die Herausforderung ist, jetzt gelingende Integration, um keine No-Go-Areas zu schaffen. Wenn Sie sich die No-Go-Areas anschauen, ist davon keine in Bayern. Aber wir haben trotzdem in Großstädten einen höheren Anteil von Migrantinnen und Migranten, wie beispielsweise vergleichbar in Berlin oder in Köln. Und das Dritte, ja, wir müssen über eine Begrenzung reden, weil da wird die Frage gestellt, was wir denn wirklich an Integration schaffen und wo die Belastungsgrenze der Aufnahme ist. Und wir haben jetzt einen Teil, lassen Sie mir das noch sagen, Sie sind schon ganz ungeduldig, einen Teil, nämlich die Route über den Balkan weitgehend geschlossen durch den Verdienst der Entscheidungen Österreichs und der Balkanstaaten. Und das Zweite ist, dass Hunderttausende auf gepackten Koffern vom afrikanischen Kontinent sitzen mit wieder dramatischen Bildern übers Mittelmeer, die kommen werden. Und deswegen sind wir in tiefer Sorge, dass wir die Grundfragen, nämlich Bevölkerungsentwicklung, neuzeitliche Völkerwanderung, Chancen in den dortigen Ländern, in den Zukunftstrends diskutieren müssen. Und da muss Politik Antwort geben. So, und trotzdem haben Sie meine Frage nicht beantwortet. Deswegen stelle ich sie Ihnen nochmal, Herr Spreng. Was ist da passiert zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel? Und was erzählt das eigentlich dem Wähler? Was ist das auch da wieder, wenn du Umfragen nicht mehr ernst nehmen kannst, ganz offenbar, wenn du ein Schauspiel erlebst, wo man staunend davor steht und sagt, Moment mal, sind die eigentlich noch zusammen? Oder ist die CSU im Grunde als Opposition eigentlich mittlerweile stärker, als es die Linkspartei ist? Das ist irritierend, gelinde gesagt. Es liegt ja zweifellos ein schwerwiegender Grundkonflikt vor. Das kann man ja nicht bestreiten. Die Frage ist ja nur, wie man mit diesem Grundkonflikt umgeht. Und da ist eben die Frage, ob die Kampagne der CSU gegen Frau Merkel angemessen war. Ja, wenn ich einer Kanzlerin, an deren Regierung ich beteiligt bin, Verfassungsbruch vorwerfe, wenn ich, wie gesagt, ihr die Herrschaft des Unrechts vorwerfe und wenn ich ihr insgesamt vorwerfe, ja, eine andere Republik zu wollen, ein anderes Deutschland, ja, eine Verschiebung der Achse Deutschlands nach links, dann stellt sich die Frage, was machen die beiden eigentlich noch zusammen? Das ist, der Ton macht die Musik, ja, und die Sprache und die Härte der Vorwürfe macht die Musik. Und ich glaube, tiefenpsychologisch gesehen, wir waren vorhin bei dem Thema, dass die CSU häufig zwischen Selbstüberschätzung und Minderwertigkeitskomplexen schwankt. Was die CSU nach meiner Analyse in die Raserei getrieben hat, ist, dass Frau Merkel diese Sachen hat an sich abtropfen lassen. Ja, die zog hier einfach ungerührt ihre Bahn, ließ das an sich abtropfen, hat sogar diese unverschämte Demütigung auf dem CSU-Parteitag, ja, ohne äußerliche Aufregung und ohne verbale scharfe Reaktion hingenommen. Und dass Frau Merkel also die große CSU, ja, an sich abtropfen lässt, ihr damit das Gefühl gibt, sie nicht ganz ernst zu nehmen. Das führt dazu, dass es zu einer Selbstradikalisierung der CSU in dieser Frage gekommen ist, mit all diesen schlimmen Vorwürfen. Schauen wir uns doch einfach nur die Ergebnisse an. Die Ergebnisse sind, dass die CSU Inhalte umgesetzt hat. Asylpaket 1, Asylpaket 2, Integrationsgesetz bis hin zu Themen der Energiewende, Leiharbeit, Werkverträge. Das heißt, durch eine harte Haltung auch die wichtigen Themen, die uns umtreiben, einfach umgesetzt. Herr Scheuer, trotzdem noch mal eine Frage. Abtropfen lässt da keiner, sondern da geht es darum, um Inhalte zu streiten. Also wir befinden uns ja nicht in irgendeiner Meditationsseminar, wo man einfach keine streitbaren Punkte mehr einbringen darf, sondern wir befinden uns in realer Politik, wenn Horst Seehofer und Angela Merkel ein Ehepaar wäre, würde ich sagen, im September letzten Jahres hat das Trennungsjahr begonnen. Ja, aber da habt ihr eine andere Wahrnehmung, weil die viel professioneller agieren, wie alle meinen. Da gibt es fast täglich einen Austausch über wichtige Themen. Wie fanden Sie den Themen? Auftritt, den Herr Spreng gerade angesprochen hat auf dem CSU-Parteitag? Ja, das war auch klar und vorbesprochen, dass CSU-Parteivorsitzender die Meinung der CSU auf einem Parteitag, wo über 1000 Delegierte sind, klar auch nochmal
darlegt in seinem Statement. Nachfragen? Das war auch mit der CDU-Parteivorsitzenden so vereinbart, dass Entschuldigung, Sie waren halt einfach nicht dabei. Deswegen muss halt einfach Ihnen das so sagen. Wir haben das abgesprochen, dass das war so besprochen. Die Frau Bundeskanzlerin, die als CDU-Parteivorsitzende ihr Grußwort hält, und dann hat der Parteivorsitzende der CSU gesagt: Angela, du weißt, ich muss die Position der CSU schon noch mal nach deiner Rede klarlegen. Wir hören mal kurz rein, Herr Schäuble. Sie sagen, das war so besprochen. Müssen wir nachher darüber reden, ob die Kanzlerin wirklich davon wusste. Wir hören mal kurz rein. Normales Geschäft. Also wenn das... Ja, das ist doch klar, dass ein CSU-Parteivorsitzender... Wenn das abgesprochen war, dann müsste ja Frau Merkel Masochistin sein. Wenn ein CSU-Parteivorsitzender auf einem Parteitag, wo über 1000 Delegierte sind, nicht die Position unserer Partei klar macht, auch mit dem Thema Obergrenze, das wurde vorher demokratisch beschlossen, das einstimmig beschlossen, dann Sie wissen doch, Herr Scholz, Sie wissen doch um die Macht von Bildern. Ja, aber war jetzt da irgendein Satz falsch von der Rede? Also wir haben nur Zustimmung. Also Sie würden nichts von dem zurücknehmen. Sie würden sagen Sie doch wenigstens suboptimal. Das sagen doch meistens Politiker in solchen Situationen. Ja. Herr Spreng, Ihre textlichen Vorschläge würde ich jetzt so nicht mehr übernehmen. Und von daher, wir haben um die Inhalte gekämpft zum Schluss. Sagt ja auch Horst Seehofer, wir wollen gemeinsam zu einer Lösung kommen. Ja. Das treibt uns ja und alle wenn um. Und wenn du brav bist, darfst du nächstes Mal wiederkommen. Ja. Sehen Sie es doch mal sportlich. Ja, das ist aber, sag mal, da wird mit unfairen Tricks gearbeitet, unter der Gürtellinie, würde ich sagen. Das müssen Sie sagen. Also, ich sag mal, natürlich ist die Macht der Bilder, wenn du da oben als Redner stehst, hat Horst Seehofer schon vorher einfach gesagt, du, ich muss noch was sagen. Wir haben hier einstimmig einen Leitantrag beschlossen. Aber Sie haben ja vorhin gesagt, das war mit der Kanzlerin so abgesprochen, dass sie 13 Minuten das ganze Ding ging. Nicht mich, sondern die Bundeskanzlerin. Aber das ganze Ding ging, wir haben das ja jetzt sehr zusammengefasst, das ging über 13 Minuten. Ja. Und ich sag mal, also Volksfeststimmung kam da nicht auf. Es kann über 10 Minuten dauern. Dass ich dir die Leviten lese. Er muss den Leitantrag der CSU, der vorher einstimmig beschlossen wurde, und so am Applaus haben Sie es ja gesehen, auch darstellen. Punkt. Ich meine, da steht die mächtigste Frau der Welt. Ja, wir freuen uns auch, dass sie da war und dass sie nächstes Jahr wiederkommt. Und im Übrigen muss man ja dazu sagen, das weiß der Herr Spreng auch, ein paar Tage später hat sie ja den Auftritt des CSU-Parteivorsitzenden auf dem CDU-Parteitag gegeben. Und da war auch klarer Kurs, klare Kante, feste Prinzipien. Mhm. Und auch da wurde auch hart gerungen an dieser Stelle. Aber ich glaube, wir haben gemeinsam dann auch wieder einen Ton gefunden. Wir müssen jetzt noch, wir haben noch viel Wegstrecke vor uns. Und deswegen treffen wir uns. Glauben Sie, dass dieses Verhältnis tatsächlich wieder ein harmonisches, gutes Verhältnis werden kann? Ein Arbeitsverhältnis? Die beiden müssen ja nicht zusammen essen. Nein, die Kommunikation läuft. Ich bin heute wieder neben dem Parteivorsitzenden gesessen, wo er den Zuruf oder den Rückruf an die Bundeskanzlerin und CDU-Bundesvorsitzende machen sollte. Schnelles Telefonat, das ist professionell, das geht im normalen Tagesgeschäft. Die sind zu lange beide in der Politik, dass sie da irgendwelche Spielchen machen. Die haben die Erfahrungen, die machen das auch gut und können auch offen miteinander reden. Werden Sie einen eigenen Wahlkampf machen? Ja, die CSU hat immer als eigenständige Partei einen eigenen Wahlkampf gemacht. Werden Sie bundesweit, antreten? Wir haben 2013 einen Bayernplan ins Leben gerufen. Der wird natürlich aktualisiert und neu aufgelegt, fortgeschrieben. Letzte Frage. Wir haben ja 2018 eine Landtagswahl. Das muss aus einem Guss sein. 2017 Bundestagswahl, 2018 Landtagswahl. Das ist Ihr Job als Generalsekretär. Werden Sie auch bundesweit bei der Bundestagswahl antreten? Nein. Das ist die große Frage. Nein. Werden Sie nicht? Nein. Und die separatistischen Gedanken, die da immer ins Kraut schießen, sind ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Also, wenn Sie selbst wir sind am 17. Juni zusammen, um die Klausurtagung vorzubereiten. Dann werden wir gemeinsam 8 Kernbereiche definieren, die wir am 24. und 25. In Potsdam besprechen. Ich glaube, das ist ein guter Weg, um dann auch gemeinsam Tritt zu fassen. Uns kann die Umfrage
von 30-32% nicht zufrieden machen. Auch die SPD bei 20%. Das ist für die großen stimmen. Parteien. Die Umfragen stimmen. Für die großen Parteien in er Deutschland. Er fragt, ob diese Umfragen stimmen. Ich sage ja, ein Korridor zwischen 19 und 22 bei der SPD und 30, 33 für die Union, das kann uns nicht zufriedenstellen. Okay. Und deswegen müssen wir da hart arbeiten. Weg von den Zahlen würde Sie, Herr Spreng, gerne zum Schluss fragen, was passiert denn da eigentlich gerade mit der Fußballnationalmannschaft? Also was geht in einem Mann wie Alexander Gauland vor, wenn er plötzlich anfängt, über die Frage zu philosophieren, ob jemand wie Boateng beispielsweise tatsächlich einer ist, der in einer Nationalelf stehen darf, ob man den als Nachbar haben will, wie überhaupt eine deutsche Nationalelf zusammengestellt werden könnte. Was ist denn da die Intention? Ja gut, Herr Gauland hat ja klar gemacht, dass das für ihn keine echte Nationalelf ist. Ja? Weil eine Nationalelf nach dem Verständnis der AfD aus sogenannten Bio-Deutschen bestehen sollte. Ja? Also nicht aus Menschen anderer Hautfarbe oder anderer Religion, die hier geboren sind und Deutsche sind oder zugewandert sind und inzwischen Deutsche sind, sondern dass das sogenannte Bio-Deutsche sein sollen. So, dass diese Philosophie steckt dahinter. Ja? Wir wollen Ausländer weder oder andere Religionen oder andere Hautfarben weder in der Nationalmannschaft noch als Nachbarn. Das ist offen rassistisch. Und ich finde, man muss Herrn Gauland fast dankbar sein, dass er diesen offenen Rassismus ausgesprochen hat. Denn jetzt weiß man es. Das geht ganz stark in Richtung NPD, die das ja auch schon mal versucht hat. Ja, selbstverständlich. Ne? Er zitiert Patrick Obermoyela ja auch bei Kundgebungen, NPD-Slogans und so weiter. Nein, die AfD ist eindeutig auf dem Weg raus. Ja, von einer konservativ-bürgerlichen, dann rechtspopulistischen Partei zu einer Partei, die immer stärker sich dem Rechtsradikalismus zuwendet. Das sieht man bei dem Herrn Höcke in Thüringen, bei Herrn Pockenburg in Sachsen-Anhalt. Es gibt Leute bei der AfD, die sind offen antisemitisch. Es gibt Leute, die schlagen den vorbestraften Pegida-Chef Bachmann fürs Bundesverdienstkreuz vor. Also es gibt andere, die würden notfalls auch an der Grenze auf Kinder schießen lassen. Also in der AfD ist eine solche Radikalisierung im Gange. Die sind jetzt Opfer ihrer eigenen Radikalisierung und rücken immer weiter nach rechts. Und ich finde, die großen Parteien haben noch einigen Nachholbedarf, sich auch damit zu beschäftigen und nicht nur mit sich selbst. Da hat er recht. Sehr gut. Da sind uns, glaube ich, alle einig, dass das so nicht geht. Herr Ose, ich würde Sie gerne fragen, wie wird denn in den Kreisen auch der Mannschaft, aber auch im Fußball generell, wie wird denn dieses Thema diskutiert bei euch? Ja, ich sage grundsätzlich sehen wir die Dinge ganz anders. Eine Mannschaft ist natürlich eine Einheit aus vielen Faktoren. Und es spielt gar keine Rolle, wo einer herkommt. Sondern es ist wichtig, dass dieses Gesamtgefüge Mannschaft funktioniert. Mhm. Und ob einer nun rot, gelb, braun oder wie auch immer ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ich kann aus meiner eigenen Praxis sagen, ich habe also praktisch 25 Jahre im Ausland gearbeitet, war in allen möglichen Ländern, habe mit allen möglichen Religionen und Hautfarben zusammengearbeitet. Und im Spiel selbst, im Fußball selbst, spielen diese ganzen Dinge gar keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, dass man sich als Team zusammenfindet, dass man sich respektiert und akzeptiert. Mhm. Denn man hat eine gemeinsame Zielsetzung. Man will gewinnen, man will Erfolg haben. Und da spielen dann also solche Gedanken überhaupt gar keine Rolle. Ich meine, wir waren doch schon mal, das ist das, was mich dabei so entsetzt, wir waren doch schon mal deutlich weiter. Ich meine, denk an Sommermärchen 2006 und solche Dinge. Ja. Da hatte man das Gefühl, das ist ein offenes, liberales, tolerantes Land. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es das absolut nach wie vor ist. Herr Spreng hat also deine Zweifel? Nein, wir wussten ja schon aus den soziologischen Untersuchungen, dass etwa 15% der Deutschen für rechtsradikales oder fremdenfeindliches Gedankengut ansprechbar ist. Das war nur nie aufgetaucht. Das ist jetzt es war latent und durch die AfD ist es virulent geworden, also offen ausgebrochen. Trotzdem muss man sagen, dass die Grenze des Sagbaren, ja, nennt das zum Beispiel Wolfram Eilenberger, der vor kurzem unser Gast war, das wird immer weiter nach rechts buchstäblich verschoben. Fing mit Sarrazin an, genau, und hat dann so seinen Lauf genommen. Diskutiert ihr darüber? Verunsichert das die Mannschaft? Erreicht die das? Oder lassen die das tatsächlich an sich ab? Ich glaube nicht, dass das so einfach an der Mannschaft vorbeigeht. Aber ich glaube,
die Mannschaft jetzt auch, die Nationalmannschaft, ist in sich dermaßen gefestigt, dass also diese Dinge abprallen. Mhm. Und vor allen Dingen, ich habe es ja gerade gesagt, das Gesamtgefüge ist ja von anderen Kriterien abhängig, als von Hautfarbe, als von Religion. Und deswegen glaube ich, dass die Mannschaft in sich selbst auch ja, einen Schutzwall errichtet nach außen und also von diesen Dingen dann auch gar nicht betroffen ist. Mhm. Die Deutschen haben doch miteinander alle die Möglichkeit, auch wieder in diesem Jahr zu zeigen, dass wir weltoffen sind und dass wir unsere Jungs unterstützen. Und von daher, das ist jetzt eine Stimme gewesen, die erbärmlich ist, ja, und die den Anspruch verwirkt hat, da überhaupt ernsthaft auf die Bühne zu treten, auf die politische. Mhm. Und da hat man eben gesehen, was der Spreng gesagt hat, wo sich die AfD hinentwickelt. Aber trotzdem muss man da mit aller Klarheit dagegen gehen. Das ist richtig. Und ich finde es aber auch auf der anderen Seite auch genauso kurz gegriffen, wenn man dann hingeht und Umfragen macht, würden Sie zum Beispiel Jerome Boateng als Ihren Nachbarn haben wollen. Man denke, Freunde, darum geht es doch gar nicht. Dass der mal Nachbar ist, das kann sich jeder vorstellen. Aber das ist ja nicht das, was Herr Gauland gemeint hat. Er hat ja was vollkommen anderes gemeint. Boateng ihn auch nicht als Nachbarn haben, kann richtig. Er auch sein. Muss er sich leisten können, Nachbar von Jerome Boateng zu sein. Sie haben ja viel im Ausland gearbeitet, haben es eben kurz angesprochen. Ja. Wie wird es denn dort diskutiert, auch solche Dinge, wenn verschiedene Nationalitäten zusammenkommen, wenn es um Glauben geht, wenn dann irgendwann einer das Training unterbrechen muss, weil er beten will oder ähnliches? Also wie wird das gehandhabt? Also ich habe meine erste Auslandsstation gehabt in Frankreich. Ich war bei Olympique Marseille und wir hatten eine ganze Reihe von farbigen Spielern in der Mannschaft. Und die Integration war eigentlich eine ganz einfache Geschichte, auch unterschiedliche Religionen. Mhm. Und die Franzosen waren möglicherweise zu dem Zeitpunkt wohl weiter, als wir das waren. Das kann man sagen. Und dann nachher in meiner Zeit in der Türkei, da war es wieder etwas anders. Wie war es da? Da war es im Grunde genommen so, dass die einheimischen Türken mit den Deutsch-Türken praktisch nicht so gut konnten. Mhm. Ich war bei einem großen Istanbuler Verein und wir hatten also die Leute, die Lokalen, die Star-Status hatten. Und dann kamen die aus Deutschland, die auch ein bisschen mehr geprägt waren, wie wir das kennen. Also Disziplin, Einsatz und Ernsthaftigkeit, Professionalität. Und bei den ansässigen Türken war oft so eine Art Laissez-faire. Es ist denen in den Schoß gefallen. Sie wurden ja sowieso von allen Leuten hofiert. Und da sind auf jeden Fall, sagen wir mal, zwei Kulturen aufeinander Mentalitäten, gestoßen. Ja? Mentalitäten, ja. Mentalitäten, ja. Man kann ruhig auch von Kulturen reden. Ja. Und das war dann auch ein Anpassungsprozess. Und heutzutage hat sich das eigentlich auch erübrigt. Denn die meisten Türken, die in der Nationalmannschaft spielen, kommen von außerhalb, spielen in den Top-Ligen in Europa. Mhm. Also dieser Prozess, der hat sich jetzt dahin entwickelt, dass die anfänglichen Probleme heute im Prinzip gar nicht mehr in der Form existieren. Da hat sich ohnehin vieles verändert. Wenn wir jetzt mal reingehen in die Mannschaft. Es geht ja jetzt los mit der Europameisterschaft. Unterbringung, solche Dinge. Zu eurer Zeit war das anders. Ne? Wie viele Sterne hatten die Hotels, als ihr 1990 nach Italien gereist seid? Sie meinen am Himmel, oder wie? Nicht unbedingt. Schon eher. Und wo wir... wo wir gerade bei Sternen sind. Sternhagel voll soll der ein oder andere auch gewesen sein. Ja, zu der Geschichte kann ich mich nicht unbedingt äußern, weil ich da wahrscheinlich nicht bei war. Davon gehen wir aus. Natürlich, ja. Als Trainer darf man natürlich nicht zu eng mit den Spielern zusammen sein. Nein, also jetzt mal ohne Quatsch. Wir haben ja immer unsere traditionellen Vorbereitungslager gehabt. Lager, in Anführungszeichen. Ja, schon verstanden. Und der Einstieg in jede Vorbereitung war eben Malente, oben in Schleswig-Holstein. Und da war es doch relativ spartanisch. In Malente? In Malente, ja. So sah das aus, ne? Ja, ne, man sieht's. Wer ist das links? Das könnte der Norbert Nickburg gewesen sein. Genau. Ne? Der rechts versteckt sich immer vorsichtshalber. Das sind Sie, ne? Ja? Nee, ich war ja nicht mit dem Spiel auf einem Zimmer. Okay. Wir als Trainer, wir hatten etwas kleinere Zimmer
und Einzelbetten. Vielleicht auch nicht ganz so breit. Ja. Ja, auf jeden Fall, da war ich schon alles ein bisschen spartanischer. Und ich meine auch, die ganzen Kommunikationsmöglichkeiten waren eingeschränkt. Ja. Es gab da einen Münzfernsprecher. Und wenn man da draußen anrufen wollte und man hatte dann keine Münzen mehr, dann war der Käse gegessen. Das war diese verrückte Zeit ohne Handys und so. Das soll es ja mal gegeben haben. Ich weiß gar nicht, wie man damals existieren konnte. Ja. Wenn ich das was haben denn die Jungs eigentlich den ganzen Tag gemacht, jetzt mal ehrlich? Etwa, ja gut, wir haben natürlich trainiert. Zweimal am Tag meistens. Ja, das machen die ja heute auch, aber das wollte ich jetzt nicht wissen. Ja, doch. Ich meine, man muss ja den Tagesablauf mal so ein bisschen näher beleuchten. Dann hatten wir unsere normalen Mahlzeiten und dann Pflege, Behandlung, das war so. Und abends, wir hatten dann alle, das hatten wir schon, einen kleinen Fernseher. Ne? Und dann die zwei, drei Programme, war ja keine Satellitenübertragung oder sonst was, die mussten ausreichen. Ja. Aber die meisten, früher haben die gerne Karten gespielt und sowas. Ja. Und einen Höhepunkt gab es eigentlich in jedem Lager. Ich meine, ich habe die 70er Jahre nicht mitgemacht. Ich kann von 88 von der Euro reden und von 90 von der WM. Der Höhepunkt innerhalb einer Trainingswoche war dann immer ein freier Nachmittag. Und dann sind wir alle in den Bus rein nach Timmendorfer Strand. Und dann gab es da unten in einem der großen Hotels eine Kaffeetafel. Und das war dann die Abwechslung, die die Spieler dann wieder motivieren sollte für den nächsten Trainingstag. Wie rührend, Herr Osing, wie rührend. Also, muss sagen. Hallo, passendes Bild. Ne? Guck mal. Das ist ausgelassen. Also. Das ist ja aber noch unterhemmend schön. Das ist schon ein bisschen länger. Also ich muss sagen, Herr Handys am Tisch. Ich werde ja oft hier in dieser Sendung angelogen, aber so dreist schon lange nicht mehr, wie jetzt gerade von Ihnen. Was ist mit nächtlichen Ausflügen? Was ist mit Zockerabenden? Was ist mit Trinkgelagen in Malente? Ja gut, ich glaube, das bezieht sich auf die Zeit, bevor ich mit der Nationalmannschaft gearbeitet habe. Weil, ich meine, man muss einsehen. Also zu meiner Zeit hatten, dadurch, dass Franz Beckenbauer auch in der Phase mit der Mannschaft zusammengelebt hat, trainiert hat, gespielt hat, die Lehren daraus gezogen. Und wir haben beispielsweise, wenn wir in Malente waren, nur von Montag bis Freitag gearbeitet und am Wochenende konnten die Spieler nach Hause. Zu ihren Frauen auch? Zu ihren Familien. Die hatten noch kleine Kinder, mit denen sie dann ein bisschen noch umgehen mussten. Und ist auch schön. Das war also, ich meine, dadurch, dass die ganze Zeit reduziert war, war die Gefahr des Lagerkollers ja nicht so extrem. Weil den gab es ja wirklich, ne? Die sind ja nachts ausgebüxt teilweise. Ne? Ja, ich meine, ich kenne auch die Geschichten vom Sepp. Der hat ja dann immer sehr plastisch die Dinge dargestellt. Sepp Maier über den Zaun. Mit dem Codewort. Und das Codewort hieß Helmut. Und dann hat er zu dem wachhabenden Polizisten gesagt, Helmut, ja, dann geht mal raus. Die Dinge sind natürlich auch gelaufen. Aber wie war das 1990 dann in Italien während der WM? Ja gut, wir haben, Franz war ja natürlich der verantwortliche Mann, er hat da schon einige Zugeständnisse gemacht. Wir haben den Spielern die Möglichkeit gegeben, nachdem wir unser Tagespensum absolviert hatten, mit ihren Familien zusammen zu sein. Denn die Familien wohnten etwa 10 Kilometer vom Teamhotel entfernt. Und die mussten dann zu einer bestimmten Zeit, 11 Uhr, 11.30 Uhr, wieder im Hotel sein. Dann waren auch immer alle da? Dann waren sie auch da. Ne? Dann haben sie akzeptiert. Da muss man sagen, das ist dann auch reibungslos abgelaufen. Ja. Ich meine, ich kann das gut nachvollziehen, oder? Da kriegst du doch so einen Lagerkoller über so eine lange Zeit. Und da muss man doch irgendwie dafür sorgen, dass die sich wohlfühlen. Sonst kannst du auch keinen guten Fußball spielen und keinen guten Sport abliefern. Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich meine, dadurch, dass ja im Grunde genommen den Spielern ein gewisser Freiraum gestattet wurde, dass sie also nicht nur angekettet waren. Dadurch hat sich natürlich auch eine gewisse Lockerheit entwickelt. Und ich erinnere mich noch, wir hatten dann aufgrund des unregelmäßigen Spielablaufes im Kalender, hatten wir auf einmal nach dem Holland-Spiel zu dem Tschechenspiel eine längere Pause. Nicht so alle drei Tage Spiel, sondern es waren ein paar Tage mehr. Und dann hatten wir einen Familienausflug geplant. Lothar Matthäus war ja dann da zu Hause. Dann sind wir zu so einer Insel gefahren mit dem Bötchen. Alle Mann hoch. Spieler warteten im Mannschaftsbus, wie immer pünktlich. Frauen brauchten ein bisschen länger, weil die Kinder noch versorgt werden mussten. Also nichts gegen die Frauen, weil die Kinder waren ja schuld, ist ja klar. Ja. Und
dann hat sich also die Abfahrt etwas verzögert und da ist der Franz geplatzt. Sie können das besser, ich sag's nicht, denn bayerisch ist ja nicht so meine Hauptmundart. Ich bin ja mehr Markus so kann das. Mehr im Westlichen unten. Und Herrgott Sakra oder irgend so was hat er gesagt. Und das war dann die letzte Aktion. Und von da an war alles geregelt. Lief keine Frauen mehr. Da läuft nämlich das bestens. Wenn einmal bayerische, klare Worte gesprochen werden, dann wird man Fußball-Weltmeister. Ja, das ist jetzt. Das heißt, heute, Herr Osip, ist das ja. Ich meine, wenn man das so liest, nächtliche Ausflüge, Trinkgelage und so weiter. Heute spielen die Golf, Tischtennis und lesen Bücher. Das ist ja total verrückt. Bücher, ja. Ja gut, ich meine, das sind die Dinge, die man heutzutage, ja, ne, ich weiß schon, was ein Buch ist. Schönen Dank für die Hilfe. Ja. Nee, aber ich meine, heutzutage die ist ja eine andere Spielergeneration, die vertreiben sich die Zeit dann auch mit anderen Dingen. Die sind wahnsinnig diszipliniert, hat man immer das Gefühl. Ihr habt doch echten Alkohol noch getrunken, oder nicht? Ja, bei uns gab es ja damals noch nicht die Reklame mit 0% Alkohol. Deswegen war es also nur legitim, dass wir mal ein Bierchen getrunken haben, wo man auch schon mal was gemerkt hat. Ne? Sonst ist ja der Reiz auch nicht da. Ne? Bockbier. Bockbier war ja nicht die Zeit. Ne? Die können sich das im Grunde ja heute gar nicht mehr leisten. Wir hatten ja genug Bayern in der Mannschaft. Jetzt werden es wieder abgesehen, die Bayern, ja? Nein, das ist jetzt nichts Negatives. Wir hatten ja genug Spieler von Bayern. Wir hatten im Staff die Masseure oder Physiotherapeuten, dann Trainerstab, Franz, Sepp Maier. Ne? Wir hatten also jede Menge Bayern. Und dann wurde auch mal nach Erbers, das war unser Quartier da am Comer See, wurde auch schon mal eine Ladung Weißbier gebracht. Und dann wurden auch schon mal Weißwürste angeliefert. Und dann hatten wir auch schon mal sonntags morgens so eine kleine bayerische Brotzeit, heißt glaube ich so, ne? Mit den Weißwürsten und so, immer vor 12. Und so sind die Trainingseinheiten wie von locker von der Hand gegangen. Und das lief wie geschmiert. Ja. Ne? Also wir haben also dadurch auch so eine gewisse Lockerheit reingebracht. Ja, das ist so. Und, aber eins muss ich ja sagen, als wir dann gegen die Tschechen gespielt haben, war es ein bisschen eng, da ist Franz auch etwas ausgeflippt. Danach wollten die Spieler auch die Familie nicht mehr sehen und da wurde nur noch fokussiert gearbeitet. Seriös wir gingen ja dann auch zum Halbfinale hin und so weiter. Ich meine, heute geht das doch alles gar nicht mehr. Du wirst doch pausenlos heimlich oder auch nicht heimlich fotografiert. Ja, das ist so. Und einmal zu Weißwurst gegriffen und im nächsten Moment bei Facebook oder bei Instagram oder wo auch immer. Weißwurst bleibt da unbemerkt, will ich sagen. Sportleressen ist das ja nicht. So ist es. Ja, nur gut. Man kann ja nicht immer nur gesund essen. Ich erinnere mich noch. Ist doch gesund, oder? Ich weiß es nicht. Also ist nicht so mein Ding. Ne? 100%. So ein Bierchen schon, aber so Weißwurst, das muss man nicht unbedingt haben. Aber es ist auch egal. Ist auch wurscht, genau. Naja, so, jetzt geht's gegen. Also ich nehme ein paar Anregungen für die Klausurtagung von CDU und CSU dann am 24. Waren 25. da dabei, ne? Nehme ich mal mit. Ja, also ich werde auf jeden Fall Weißbier und Weißwürste mal sicherheitshalber dabei haben. Dann habt ihr die richtige Lockerheit, ja, da kommt aber zustande. Und wenn die Kanzlerin dann stilles Wasser bestellt, dann wissen Sie, dass Sie noch nicht ganz zusammen sind. Ja, das ist dann, klar. In 3 Tagen, Holger Osip, das erste Spiel, ne? In 3 Tagen. Wann erfährt denn die Mannschaft, wer spielt? Also wann kriegen die Spieler das mitgeteilt? Ja, jeder Trainer handhabt die Geschichte natürlich anders. Ich kenne das nur so, dass am Spieltag selbst noch eine Mannschaftsbesprechung abgehalten wurde. Dann wurde die endgültige Mannschaft bekannt gegeben. Aber die Spieler wussten eigentlich schon vorher, wer spielte. Das konnte man durch die Trainingsmaßnahmen sehen. Dann wurden ja bei taktischen Spielchen die Leibchen verteilt. Und jeder, der nicht ganz blind war, der wusste genau, welche Farbe ihn dann in die Mannschaft brachte oder nicht. Es konnte immer noch was passieren vorm Spiel, Nacht vorher. Dann hat man einen Durchfall gekriegt, dann ist einer über Nacht, hat dann eine Erkältung gekriegt und so. Weißt du? Ja, eben. Ich wollte es jetzt nicht aus, sagen, ne? Weil das hätte man immer sagen können. Aber es sind immer noch Dinge passiert, ja. Und so, dass man Eiweißschock umdisponieren musste. Ich meine, ich erinnere mich noch an unser Spiel gegen Holland 88 bei der EM. Hat sich der Pierre Littbarski noch beim Aufwärmen verletzt. Und dann musste kurzfristig umdisponiert werden und der Frank Mill gespielt. Ne? Der war also gut.
Man ist ja irgendwo vorbereitet, aber wenn man nicht von Anfang an dabei ist, dann ist man auch nicht so fokussiert. Ne? Ich dachte schon, er erzählt jetzt, dass Pierre Littbarski mit einer Weißwurst kollidierte und irgendwie. Ja, aber so war es nicht. Der Litti hat ja höchstens Kölsch getrunken. Letzte Frage und Tipp, Herr Osek, wie weit kommen wir? Ja gut, das ist immer die Standardfrage vor jedem Turnier. Ja, entschuldige, die muss ich doch stellen. Ja gut, und dann gibt es auch die Standardantwort. Die Standardantwort fängt immer an mit ja gut, aber das, was danach kommt, interessiert so mich. So ist es. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Nun, es wird ja im Vorfeld eines Turniers dann immer ein Minimalziel ausgegeben. Und Minimalziel in Deutschland ist ja immer ein Halbfinale. So. Und wenn die Mannschaft dann im Halbfinale ist, dann muss sie ins Endspiel kommen. Und wenn sie das Endspiel verliert, dann war alles ein Flop. Also muss man gewinnen. Deswegen zählt im Grunde genommen im Endeffekt nur der Titel. Das ist richtig, aber wie weit kommen wir denn? Der Weg ist doch immer das Ziel. Das hat Mao gesagt, aber damit kommt man im Fußball nicht weiter. Ach doch. Nee, aber das heißt, Sie halten es schon für realistisch, dass wir einfach den Titel holen? Die deutsche Mannschaft hat natürlich erhebliche Qualität. Wir haben hervorragende Spieler, die auf einem Top-Level spielen, sowohl also die in Deutschland spielen, dann international Champions League und so weiter, als auch darüber hinaus die in der Premier League spielen. Khedira spielt bei Juve, ist natürlich auch eine große Nummer. Aber andere Mannschaften haben sicherlich auch enormes Potenzial. Ja. Aber ich glaube, wenn die Spieler, die jetzt so ein bisschen hinterherhinken, verletzungsmäßig, wenn die alle wieder auf dem Top-Level sind, das haben wir auch in Brasilien gesehen, da sind auch einige erst während des Turniers richtig ins Spiel gekommen. Ihr Leistungsniveau gekommen, dann haben wir doch schon gute Chancen, da was zu machen. Dann läuft das. Und wir sollten nicht Alexander Gauland nach der Mannschaftsaufstellung fragen. Ich glaube, dann können wir sehr, sehr weit kommen. Zum Glück ist er kein Trainer. Gott sei Dank. Also, herzlichen Dank. Holger, das hat Spaß gemacht. Und weil wir gerade die ganze Zeit über Weißwürste und Bayern sprechen, freue mich sehr, dass Markus Stoll mal bei uns ist, der aber eigentlich unter einem Pseudonym agiert, kann man das so sagen? Oder Künstlername? Oder wie ja, genau. Nennen? Also mein Künstlername ist Harry G. Und die meisten fragen immer, warum Harry G.? Das ist ein Bekannter von meinem Vater. Und der weiß bis heute nicht, dass er quasi der Name für meine Kunstfigur ist. Gemeint ist bis heute. Ja, bis heute, jetzt merke ich es. Ja. Das könnten wir möglicherweise ändern. Ja, jetzt weiß es. Um das einmal kurz zu verstehen, Markus. Also, du machst auf der Bühne was? Du führst den Bayern, im speziell den Münchnern, sozusagen ihre Art zu sein vor, ihre Art zu reden. Worum geht's dir? Was ist deine Intention? Also ich mache Comedy, also so 1,5 Stunden Programm auf der Bühne. Und meine Themen sind ein bisschen anders als die vom klassischen Kabarett. Ich rede einfach gerne über Schickeria-Gepflogenheiten, also über Schickimicki-Typen. Ich nenne sie den Isar-Preißen. Das heißt einfach, also Isar steht für München. Ja. Und Preis, ursprünglich stand das mal für Preuße, aber das hat damit nichts mehr zu tun. Das heißt einfach Schickeria-Typ aus München. So. Und davon gibt es einfach bei uns unglaublich viele und es werden immer mehr. Es werden immer mehr und eine Zielscheibe des Spots sind da in dem Zusammenhang, und ich weiß jetzt gar nicht, wie man darauf kommt, Unternehmensberater. Ja, das sind die Allerschlimmsten. Weil das sind die Isar-Preißen, die wenigstens noch einen vernünftigen Beruf haben dazu. Ja, also die fast schon die Berechtigung haben, so zu sein. Also die Unternehmensberatung bzw. die Unternehmensberater sind die größten Geschäftler, sagen wir in Bayern, oder auf Deutsch Wichtigtuer, die es da draußen so gibt. Die es da gibt. Und ein Schlüssel, um die zu verstehen oder zu dekodieren, sage ich mal, ist die Sprache. Und da gibt es eine herrliche Nummer von dir. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Bitte schön. Herrlich. Was wir da gerade gesehen haben, ne? Das hat sehr viel mit Ihrem alten Leben zu tun, oder? Mit meinem alten Leben? Ja. Ja. Ja, also ich meine, ich war früher bei einem Investmentfonds, muss ich sagen. Also nach meinem BWL-Studium war ich bei einem Investmentfonds und da habe ich dann, nachdem ich die Finanzkrise ausgelöst habe, habe ich dann aufgehört und bin Comedian geworden. Das ist richtig so klassisch, ja? Also Franz Müntefering nannte sie Heuschrecken. Du hast eine von diesen Heuschrecken, ja? Ja, ich war, also man muss fairerweise dazu sagen, ich war im Controlling, also ein kleines Licht. Aber trotzdem, ich habe einen Knopf und dann war es soweit. Was habt ihr da gemacht?
Ja, ich habe einfach, wie soll ich sagen, Datenbanken verwaltet und so weiter. Für eine Bank oder für einen großen Fonds? Für einen privaten Investmentfonds, ja. Um wie viel Geld ging es da, nur mal um eine Idee zu kriegen? Mal so, sage ich mal, 100, 200 Millionen. Sowas. Peanuts halt, wie man bei der Deutschen Bank mal sagte in früheren Zeiten. Wenn die Automaten funktionieren. Ja, wenn die Automaten noch funktionieren, genau. Das heißt, du hast dann auch selber dieses Leben gelebt? Warst einer von diesen jungen Juppies, die mit Ferrari vorgefahren sind? Oder? Nee, Bentley. Ausschließlich. Ja. Ja, ja. Das war mein erstes Auto. Ferrari war dann später erst. Nee, ich habe tatsächlich da überhaupt nicht reingepasst. Also ich habe da vom ersten Moment an meine Arbeit abgeleistet. Also man muss sagen, mit dem BWL-Studium war ich schon relativ unzufrieden. Ja. Aber BWL, mein Vater hat immer gesagt, mach BWL, da kannst du dann danach alles machen. Und ich habe immer zu meinem Vater gesagt, ich mag nicht alles machen. Ja, also ich würde gerne nur ein bisschen was machen im Leben. Und ja, das war dann wirklich so. Und dann habe ich es fertig studiert und habe dann da angefangen und habe dann irgendwie relativ schnell gemerkt, dass mir das wirklich mit Druck und mit Ernsthaftigkeit da keinen Spaß macht. Und ich habe dann die Leute einfach beobachtet und irgendwie gemerkt, hey, jeder spielt ja irgendwie hier seine eigene Rolle. Am Ende spielt er eigentlich gar keine Rolle und ist ersetzbar. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich gehe und bin letztlich über Umwege sozusagen zu dem geworden, was ich heute bin. So, wie reagieren denn dann die Eltern darauf? Ich meine, hast du es jetzt schon zum Investmentfonds geschafft? Redest über 100, 200 Millionen und der Ferrari ist schon unterschriftsreif. Und dann sagt man, fremdes Geld, ja. Also, ja, es ist ja das Schöne im Unternehmensberater. Er umgibt sich ja mit dieser ganzen finanzstarken Aura. Also im Grunde genommen verdient auch nur sein Grundgehalt. Ja. Also es ist so, meine Eltern waren relativ schockiert. Und haben gesagt, was willst du werden? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich probiere jetzt das ein bisschen rum. Ich mache Internetvideos und werde dann Comedian. Wie? Comedian. Warum hast du das dann nicht studiert? Hat mein Vater gesagt. Verstehe. Und dann auch so diese klassischen Auftritte hingelegt, so vor 2 Personen, 3 Personen, 4 Personen? Ja, also muss ich jetzt ganz fairerweise muss ich sagen, den Sprung oder diese ganze Sache konnte ich sozusagen überspringen, weil ich einfach durchs Internet, durch ein Video, das speziell zum Oktoberfest recht bekannt wurde, selbst sehr bekannt wurde im Internet, also auf YouTube bzw. Facebook. Mhm. Und eigentlich somit von heute auf morgen, glaube ich, 70.000, 100.000 Fans hatte und die weiterhin bespielen konnte. Also Fans meine ich jetzt Facebook-Fans. Und, ja, echte Freunde halt. Echte ja, Freunde. Genau. Ich war bei jedem daheim. Ja, natürlich. Ja, das ist immer noch unterwegs. Worum ging es da bei diesem Oktoberfest-Ding? Also da ging es einfach darum, dass man dieses ganze Konstrukt Oktoberfest als in München Wohnender sozusagen einmal zerlegt und den Leuten einmal sagt, was das eigentlich für ein Riesenschmarrn ist, was da die ganze Zeit abläuft. Ja? Von nicht in die Zelte kommen, Reservierungen, diese unglaubliche Melting-Pot für Touristen etc. Das halt einfach unglaublich viel Angriffsfläche hat. Und das Oktoberfest ist ja weltweit ein Riesenhype und in ganz Deutschland gibt es Oktoberfest oder auf der ganzen Welt gibt es Oktoberfeste. Und ich wollte einfach, glaube ich, mal sagen, hey, dieses Oktoberfest, von dem ihr redet, ist eigentlich relativ unspektakulär, weil du sowieso nirgendwo reinkommst. Also. Aber das ist, weil du Oktoberfest sagst, es ist ja unglaublich, wie viel Erfolg letzten Endes man mit bayerischer Folklore hat. Also jeder Zugereiste schmeißt sich ja auch kurz nach Ankunft in München sofort in die Lederhose. Also der zugezogene Gschaftelhuber, der Isarpreis, der setzt das dann auch ein, oder? Das ist dann natürlich so Teil von Folklore. Der rennt in den Billigladen, kauft sich eine Lederhose für 100 Euro, kriegt da das Hemd, die Schuhe, alles mit dazu und die Socken und alles drum und dran, den Seppelhut und rennt dann 100 Meter weiter aufs Oktoberfest. Ich meine, es ist ja pervers, wenn man sich überlegt, das Land China zum Beispiel, ja, das hat 2015 über 1 Million Lederhosen produziert. Also das Land China, da muss man jetzt, das Perverse daran ist, das Land China ist somit der größte Lederhosenproduzent auf diesem Planeten. Und ich habe wenig Chinesen in Lederhose gesehen. Oh. In Qingdao alle. Ja. Ja, ja. Aber ich denke mir immer, man muss ja überlegen, was das Arbeitsplätze schafft da drüben. Ja, wenn man als Chinese in so einer Lederhosenfabrik arbeitet und die rollen da drüber und man stickt die ganze Zeit und denkt sich, oh, die Bayern mit der Lederhose. 1 Million. Also,
du sagst in dem Zusammenhang, es gibt so Event-Trachtler. Ja. Das sind die, ja? Also ich nenne sie Event-Trachtler, die ihre Umzüge machen und so und das halt als Brauchtum machen. Gibt es diese Event-Trachtler, die halt dreimal im Jahr die Lederhose auspacken und dann in der ersten Reihe irgendwo sogenannte Aufführungen, würde ich jetzt sagen, mitmachen und Schuhplatteln und alles. Das ist halt einfach ein Upturn, also... Und habt ihr auch in München das, was man aus Berlin kennt, so Prenzlauer Berg, der im Grunde dicht besiedelt ist von lauter Schwaben, die alle Latte Macchiato trinken, dann irgendwie zum Kinderspielplatz fahren? Ja, selbstverständlich haben wir das. Also, da wohne ich im Epizentrum, also das sogenannte Glockenbachviertel in München. Man könnte auch sagen Glockenbachviertel, für die es kennen, ja. Oder Schwabing genauso. Schwabing mutiert sich auch immer mehr zu so einem Latte Macchiato-Viertel oder Yoga-Viertel. Was beobachtet man da, wenn man da so als Künstler morgens gegen 2 Uhr nachmittags aufsteht? Also man ist den ganzen Tag beschäftigt. Also ich habe jetzt festgestellt, dass Kaffeeläden heißen nicht mehr Coffee to go oder Kaffee etc., sondern die heißen jetzt wieder Röstereien. Und in jeder Ecke sind so kleine Läden, so Elektroschock-Fitnessstudios. Das ist auch ganz neu. Und daneben ist das Yoga-Studio. Elektroschock-Fitness, stimmt das, diese? Ja, genau, wo man sich so einen Gurt umspannt und dann immer Schocks kriegt. Und dann nach schmilzt das Fett da weg. Ja. Angeblich. Ja, angeblich. Nach 10 Tagen ist man aber durchtrainiert. Auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, sieht man ja, oder? Auf also, jeden Fall. Ja. Ich mache das seit 11 Tagen. Also. Herrlich. Darf ich ganz zum Schluss noch fragen, was ist, Markus, eine Yoga-Amsel? Es ist kein Vogel, es ist eine sehr spezielle Spezies. Das ist die Frau des Unternehmensberaters, die relativ unbeschäftigt in München rumsitzt und sich dann zwischen den veganen Mahlzeiten überlegt, sie muss jetzt auch mal ein bisschen in die Balance kommen und dann zum Yoga geht. Ja. Das ist die Yoga-Amsel? Ja, Amsel als ist schon klar. Yoga-Troller. Aber es ist tatsächlich so, dass die... Es ist einfach, es gibt unwahrscheinlich viele Yoga-Studios jetzt in München. Ja, es gibt mittlerweile 800 Yoga-Studios in München. Also das ist relativ viel. Kindertagesstätten gibt es zum Beispiel 1.100 in München. Also bald gibt es eben mehr Yoga-Buden als Kindertagesstätten. Und ich denke mir mal, bald ist das Kindergruppensystem aus der Balance, nur dass die Amseln in der Balance sind. Ja? Ja. Also, und da gibt es auch Hot-Yoga, was man da mit hohen Temperaturen macht. Und so ja, das ist das Bikram-Yoga. Da heizt man den Raum auf über 40 Grad auf und dann dehnen sich die Frauen ganz weit nach unten. Und ich will nicht wissen, was dann passiert, wenn die davor irgendwie so vegan gegessen haben etc. Und das bei 40 Grad. Bilder, die wir nie wieder aus dem Kopf kriegen. Herzlichen Dank. Harry G., der heute unser Gast ist. Danke dir. So, und jetzt freue ich mich auf eine junge Frau. Dina, ja, ist ein Künstlername, ja? Ja. Ist ein Künstlername, eine faszinierende Geschichte, die dahinter steckt. Dina, eine Frau, die längere Zeit in Uganda gelebt hat. Wann sind Sie das erste Mal nach Uganda gereist und warum? Ich habe das erste Mal, als ich nach Ostafrika ging, war das eigentlich Ruanda. Das war 2012. Mhm. Ich hatte nach dem Abi das Privileg, einen Freiwilligendienst dort machen zu können. Mhm. Und habe dann erst in einem Straßenkinderzentrum gearbeitet. Und bin dann später eben durch Ostafrika gereist und bin sozusagen in Uganda ein wenig versumpft. Versumpft? Ja. Heißt? Ich bin dahin gekommen und habe mich einfach wirklich komplett in das Land verliebt. Also von den Menschen über das Land selbst, über die Musik vor allem. Ich habe in Ruanda schon sehr viel Musik aus Uganda gehört und dachte mir immer so, hey, ich muss das sehen, ich muss das mitnehmen. Und jetzt bin ich mittendrin. So, und die Idee war sozusagen nach einem Jahr wieder zurück, ja? Ja. So, was passierte dann? Ich bin dann auch erstmal kurz zurück, ja? Und bin dann hier auch so ein bisschen vor mich hin gewandert, ja, wusste nicht so richtig, wohin. Latte Macchiato, Hot Yoga, was man so macht. Genau. Ja. Bin dann aber wieder zurück mehrmalig. Und es kam dann auch einfach, das war schon 2013, als ich meine erste Reise nach Uganda gemacht habe, dass ich damals in einer Bar war mit Freunden. Und dort gab es eine kleine Open Stage.
Und dann hat natürlich jemand zu mir gemeint, hey, du singst doch und spielst Gitarre, geh mal hoch. Weil so. Musik immer schon ein wichtiges Thema in ihrem Leben war, ja? Ja, das also die. War schon immer so, okay. wo eine Bühne geht, eine Stunde, dann war ich da. Und so war das auch an dem Abend. Und dann kam das eben so, dass mein heutiger Manager damals im Publikum saß. Und ich habe damals zwei eigene Songs gespielt und einen Song auf Swahili, der gerade super populär war eben. Und dadurch wurde er auf mich aufmerksam, dadurch, dass ich so gut Swahili gesungen habe. Und fanden die das lustig? Das klingt wahrscheinlich ganz seltsam, oder? Wenn einer aus Deutschland, aus Europa Swahili singt. Lustig, glaube ich, das falsche Wort, auch wenn sie manchmal lachen, aber ja. aufgrund der Überraschung. Er überrascht so nach dem Motto, so, warum tut sie das? Und warum kann sie das? Ja. So, und dann hat er sie kontaktiert, verfolgt, wie muss man das sagen, ein Angebot gemacht? Am selben Abend natürlich noch zugequatscht und wie es das dann so ist, so tut man das dann so ein bisschen ab. Und dann, Baby, ich bring dich groß raus. Genau, so, ja. Baby. Ja, und ich dachte dann so, ja. Lass mir mal durch den Kopf gehen, schauen wir mal. Und nix wie weg. Dann hat es tatsächlich eineinhalb Jahre gedauert, bis er mich davon überzeugt hatte, dass er mich nicht verscheißern will. Das heißt, Sie sind dann wieder zurück nach Deutschland? Genau, ich war dann immer so ein bisschen hin und her auch. Ja. Habe dann zwischendurch ein Studium auch noch angefangen in Berlin. Und als ich dann 2014, ich glaube, ich sage, ja, 2014, Ende 2014, war ich wieder in Uganda. Und dann kam er auf mich zu und meinte so, sag mal, kannst du eigentlich Luganda singen? Und ich meinte so, ja, ich gehe mal davon aus. Ich habe das damals noch gar nicht gesprochen. Ja. Und dann sind wir ins Studio, haben unsere Partner zusammen geholt und haben uns da hingesetzt, haben einen Song geschrieben, ein Video produziert und das einfach ins Internet gestellt. Das war alles, was wir getan haben. So, und dieses Ding ging dann richtig nach vorne? Innerhalb von einer Nacht am nächsten Tag haben schon die großen Medien angerufen. Und ich hatte schon, glaube ich, drei Termine am ersten Tag in den größten Fernsehsendern. So. Und dann ging das halt rum, wie ein Virus. Und dann, wann realisiert man dann, ach Mensch, also gut, in Deutschland habe ich gerade noch studiert, aber in Uganda bin ich jetzt irgendwie sowas wie Popstar. Für mich hat das sehr lange gedauert. Also mich wurde vorgewarnt, alle Leute um mich herum, die mit mir gearbeitet haben, gesagt, pass mal auf, was wird so kommen? Ich habe gesagt, ihr spinnt, wir schauen erst mal so, vielleicht kommt das bisschen an. Und dann war das halt buff und ich war plötzlich mittendrin. Und ich habe Gott sei Dank schon viel Erfahrung auch auf der Bühne, dass mir das nicht so schwer fiel. Aber es war, ich glaube bis heute, wenn mich Leute fragen, bist du ein Popstar? Dann sage ich immer, ja, aber ich fühle mich gar nicht so. Also ich glaube, bis heute ist das noch nicht angekommen. Und das heißt, wenn Sie in Uganda, in Kampala oder wo auch immer über die Straße gehen, was passiert dann? Dann werde ich erkannt und angesprochen. Und das Gute ist an den Ugandern, was ich auch ganz toll finde, dass die sehr höflich und respektvoll sind. Mhm. Also es ist selten so, dass die jetzt alle auf mich zustürmen, sondern die läuft dann einer vorbei und singt dann eine Zeile aus dem Song. Oder man hört dann von drüben, von einer Straße, jemand, der ruft Dina. Oder es kommt einer und will ein Selfie und so. Ich weiß, wer du bist. Und wir hören mal ganz kurz rein, weil sie uns ein paar Bilder mitgebracht haben. Schöne Sprache, ne? Wahnsinn. Und ich habe Bilder gesehen in der Vorbereitung, da sieht man sie auf einer Bühne, es sind 50.000 oder 60.000 Leute unten. Ja, gerade an Neujahr, also letztes Neujahr war ich auf einem großen Festival auch, da waren wirklich 50.000 Leute dann. Nachts wären es noch mal mehr gewesen, aber ich wollte lieber tagsüber auftreten. Ja, das war schon cool. Das ist unfassbar. Kann man davon leben? Ich meine, ist das so erträglich oder einträglich, dass man davon wirklich seinen Lebensunterhalt bestreiten kann? Absolut. Natürlich ist es wie bei jedem Business so, dass man erstmal viel da reinpumpt. Ja. Persönliche Power, wie auch alle um einen herum. Aber natürlich muss ich davon auch leben, sonst wäre ich heute nicht hier. Wäre ich wahrscheinlich irgendwo in Uganda, könnte mir das Flugticket nicht leisten. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Was hat eigentlich, das würde mich noch mal persönlich interessieren, Ihr Manager? Es gibt ja so Leute im Musikbereich, die haben so einen Riecher dafür. Die verwetten teilweise Haus und Hof auf einen Künstler, an den sie einfach nur glauben. Aber bis dahin hat er nichts gemacht, außer keinen Erfolg zu haben. Ja? Und die glauben weiter daran und setzen irgendwann das letzte Hemd darauf. Ihr Manager, was hat den so sicher gemacht, dass das funktioniert? Ich glaube, erstens einfach meine Musikalität so. Also Sie können sehr gut singen. Das, ja. Also, wenn ich das so sagen darf. Und, aber da, der große, das
große Besondere an mir ist, glaube ich, dass ich das Ganze ernst nehme. Und dass ich wirklich mich sehr intensiv in diesen Ländern und mit den Menschen auseinandergesetzt. Ich habe mich mit denen auseinandergesetzt, ich habe mich dort eingefunden. Und ich gehe das Ganze nicht irgendwie auf eine überhebliche Art und Weise an. Was ja leider oft passiert, wenn Weiße auch nach Afrika gehen. Und ich bin sehr selbstreflektiert und gebe einfach auch ein bisschen Respekt zurück. Und das hat er gefühlt auch so ein bisschen, dass ich das machen möchte und dass ich das ernst meine und dass ich das wirklich mit Leidenschaft tue. Das heißt, für Sie ist ein Leben in Uganda denkbar? Also Sie sind dann die Sängerin mit Migrationshintergrund in Uganda? Absolut. Ja, total. Ich sage auch immer, dass ich kann natürlich die Wurzeln hier in Deutschland nicht abschlagen. Ich habe hier Familie, ich bin hier aufgewachsen. Das wird für immer Teil bleiben. Ich bin aber absolut gerne in Ostafrika und kann mir das auch vorstellen. Eine unfassbare Lebensgeschichte. Ist ja auch ein wahnsinnig schöner Flecken Erde, muss man sagen. War selber öfter da. Es gibt wenig Landschaften, die einen so berühren, finde ich, wie Ostafrika. Das geht einem wirklich unter die Haut. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Dina war heute unser Gast, der wir alles Gute wünschen weiterhin. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Holger Osig. Vielen Dank, Holger. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Markus Stoll, besser bekannt als HWG. Und ich bedanke mich bei zwei Politikerklärern und aktiven Politikgestaltern. Michael Spreng, der heute unser Gast war, und Andreas Scheuer, der Generalsekretär der CSU. Vielen Dank, Herr Scheuer. Alles Gute für die nächsten Wochen. Bis spannend. Jetzt die Kollegin von Heute Plus. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dann. Danke.